Hallo und willkommen zurück. Okay, ich habe jetzt mal nachgeschaut. Also ich hatte schon recht, ich muss den komischen Schlüssel mit der Box benutzen, mit der Katze, aber ich soll vorher den Knopf hier noch mitnehmen. Und dann untersuchen. Und dann benutzen. Ah, okay, so funktioniert das. Und jetzt habe ich eine Tür. Jetzt komme ich hier nämlich dann auch wieder raus. Das war ja echt blöd. Okay, jetzt wird mir auf jeden Fall schon mal klar, wozu ich die Schlüssel brauche. Was ist denn hier nicht in Ordnung? Was für ein großes Auge, was guckst du dir an? Okay, da passt er auf jeden Fall schon mal nicht. Okay, da hat er gepasst. Okay. Das ist ziemlich gruselig. Bringt mir das irgendwas? Einbrecher, Eindringlinge, wann kommst du herein, ohne dich vorzustellen? Ich bin Okula, das Auge von außerhalb. Sieh meine Schönheit. Oh, tut mir leid, du bist aber ein großes Auge. Du siehst bestimmt sehr gut. Ich sehe alles und nicht weniger. Alles kannst du meine Katze sehen? Deine Katze, wie kannst du deine Katze eine Katze besitzen? Bist du königlich, Königin, Prinzessin? Nein, ich besitze ihn nicht. Wir haben eine Beziehung. Wir sind Freunde. Freunde, wie nett. Aber ja, ich habe heute eine Katze gesehen. Sie schrie in einem Käfig nach Hilfe. Der Besitzer des Käfigs betrat Makupas Untergrund. Sie ist noch immer unten im Käfig. Kannst du die Katze beschreiben? Groß, gelbe Augen, rosa Nase, sehr dunkles Fell, schwarz, wie die tiefste Nacht. Das ist er, mein Freund, Mr. Midnight. Ich muss los ihn finden. Aber Makupa schläft. Sie zu wecken kann in einer Schande enden. Ich habe keine Angst vor ihr. Nun, nimm dir, was du brauchst aus meinem Haus. Du bist mutig und Mut respektiere ich sehr. Danke, Okula. Ich bin übrigens Fran. Wir sehen uns. Ja, perfekt. Dann nehme ich mal mit, was ich brauche. Oh, cool. Wasser! Da ist Wasser. Okay. Ich brauche einen Schlüssel. Einen Knopf einwerfen. Ich habe ja einen dabei. Und weg ist mein Knopf. Was jetzt? Ah, an der Kurbel vermutlich drehen. Was bringt mir das jetzt? Okay. Wie komme ich darüber? Ein Kabel. Wozu brauche ich denn das alles? Oh mein Gott, das wird nochmal ein ordentliches Stück Arbeit. Okay, ich habe ja noch einen Schlüssel. Und gucken wir mal, wo der passt. Ah, der passt hier. Da ist schon der nächste Schlüssel. Ich glaube, das ist nicht angemessen. Entschuldigung, aber ich brauche diesen Schlüssel. Ich möchte viele Türen öffnen. Sag deinem Freund, er soll nett sein und seinen Mund öffnen. Das wird er nicht. Tut er nie. Außerdem sind seine Zähne verstärkt. Es wird schwer, den Schlüssel zu nehmen, ohne dass er es merkt. Verstärkte Zähne? Verstehe. Mal gucken, wie ich an den Schlüssel komme. Und wer bist du, wenn ich fragen darf?
Nun, ich bin Fran. Schön, dich kennenzulernen, Fran. Ich bin Roberto. Willkommen in Makubas, Mabukas Hütte. Mabuka? Wer ist Mabuka? Du weißt nicht, wer Mabuka ist, nicht? Geh jetzt, geh einfach. Aber Roberto, ich war noch nie hier. Verurteile mich nicht, weil ich es nicht weiß. Sag mir lieber, wer Mabuka ist, dann weiß ich es. Okay, okay. Mabuka ist die Mutter der Dunkelheit. Die dunkelste Dunkelheit, das Dunkel, das Ende des Lichts. Mabuka ist die Mutter aller Kreaturen der fünften Realität. Was? Ich bin in der fünften Realität? Ich dachte, Remo wäre hier der König. Ah, Remo, der schreckliche Schwarze, der Sohn der Dunkelheit. Niemand mag ihn sehr, du solltest jetzt gehen, ich habe genug gesagt. Okay, ich komme eh später wieder, ich brauche den Schlüssel. Ich weiß auch vielleicht schon, wie ich da rankomme. Oh, wie assi! Perfekt, damit habe ich auf jeden Fall schon mal den Schlüssel. Im kleinen Haus. Oh, eine kleine Nachricht in der Tasche. Okay, keine Ahnung, welche Nummer ich anrufen soll. Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Stört dich das Schlagen meines Herzens? Es kann jederzeit aufhören und das wäre dann das Ende. Ich denke nicht gerne an meinen Herzschlag. Ich will nur die Seife. Seife, hast du Hygieneprobleme? Ja, schreckliche Hygieneprobleme. Ich rieche, als ob mein Fleisch verfault wäre. Das klingt aber lecker. Ich glaube, das wäre kein Problem. Für dich vielleicht. Gib mir einfach kurz die Seife. Nun gut, nimm sie. Sie gehört dir. Danke. Pass auf die Entführer auf. Sie lieben Kinder, die nach Seife riechen. Sie fressen ihre kleinen Köpfe und behalten die Köpfe, ihre wunderschönen Gesichter. Das klingt schrecklich. Ich passe auf. Danke für die Seife. Bis später. Okay. Wasser an. Jetzt kann ich nämlich zurückgehen und dieses Vieh abwerfen. Perfekt. Wow. Okay, wir wollen kein Wasser verschwenden. Gehen wir jetzt erstmal nochmal zurück und werfen dieses Vieh ab, damit es aufhört, den armen Baum anzunagen. So, dann wollen wir mal. Oh Gott, ich habe nicht getroffen. Ah, fast. Komm schon, Fran. Ja, geschafft. Tschüss, Kamala. Wow, ich bin gar nicht mehr traurig. Danke. Keine Sorge, ich bin froh, dass es dir besser geht. Ich fühle mich besser. Ich möchte dir dafür etwas geben. Oh, ein Stock. Hier ein Stück von mir. Du kannst es einpflanzen, wenn du willst. Danke sehr. Ich muss jetzt los, meine Katze finden. Ich hoffe, du findest ihn. Wir sehen uns. Perfekt. Okay, einen Schlüssel habe ich ja noch. Tür 103i, ganz blutig. Achso, damit ging es nicht. Dann ist es die 102. Ein Wecker, perfekt. Oh, cool. Dann wollen wir mal hoch. Mal gucken, wo wir rauskommen. Hui.
Entschuldigung, ich brauche den Schlüssel, der hinter dir hängt. Entschuldigung, aber ich spreche nicht mit Fremden. Du musst nicht sprechen, gib mir einfach den Schlüssel. Wenn ich nicht mit Fremden rede, höre ich ihnen auch nicht zu. Wie enttäuschend, ich habe eine Frage. Hängst du am Baum fest? Ich hänge sehr daran. Warum fragst du? Ich bin nur neugierig. Wir sehen uns. Das hat mir jetzt... Hä? Kann es sein, dass die Katze mich ansieht? Kann ich da irgendwas reinschmeißen? Ah, die Flasche braucht Wasser. Okay. Dann, wo waren das? Ich glaube hier. Ja. Ah nee, erstmal muss ich das Wasser andrehen. Und dann kann ich die Flasche füllen. Die Rose? Nee, doch keine Rose. Mach's doch einfach aus, Fran. Warte mal kurz. Im kleinen Haus. Ach so, ja, den Schlüssel hatte ich ja schon. Leere Behälter, Flasche mit Wasser, Seife, ein Handschuh, schwarzes Kabel, Klaviertasten, Glühbirne und Wecker brauche ich also noch. Eine Glühbirne. Warte, Glühbirne. Ah ja, okay, perfekt. Da bekomme ich sicher eine Glühbirne her. Na also, geht doch. Und der Wecker hängt bei der schwarzen Katze. Ah, okay, das muss alles da rein. Dachte ich mir irgendwie schon. Dann die Klaviertasten. Der Handschuh. Und dann muss ich den Wecker noch abschneiden. War das jetzt alles? Leerer Behälter. Perfekt. Was mache ich denn damit? Wozu genau benutze ich den? Ach nee, das ist eine Waffe. Okay, ja dann. Jetzt muss ich nur an diesen einen behinderten Schlüssel noch rankommen. Aber vielleicht kann ich ihr die Haare kämmen oder so. Ich
Schau mal, ich habe eine magische Büsse gefunden. Ist das nicht super? Ich weiß nicht, eine Bürste, was ist das? Nun, damit macht man seine Haare schön und weich. Willst du es ausprobieren? Ich weiß nicht, ist es gefährlich? Es kann sehr angenehm sein, wenn man es sanft macht. Okay, versuchen wir es. Okay, Mann. Okay, aber versprichst du mir, mich nicht zu verbrennen? Ich brenne nur, wenn ich in Gefahr bin. Sei sanft und nichts Schlimmes wird passieren. Okay, ich werde sanft sein. Es hat geklappt. Was geschieht mit mir? So etwas habe ich ja noch nie erlebt. Wieso? Du bist ein Luzifern. Alle Luzifern, die ich getroffen habe, machen das. Wirklich? Naja, danke dir vielmals. Es fühlt sich unbeschreiblich an. Ich habe das Gefühl, als müsste ich wegfliegen. Okay, und an den Schlüssel komme ich mit dem Ast. Perfekt! Das dürfte dann wahrscheinlich der Schlüssel zur letzten Tür sein. Okay, dann wollen wir mal. Wuhu, los geht's! Was aber ganz schön gruselig, du. Kreatur von oben, raus aus Mabukas Hütte. Du bist nicht willkommen. Entschuldigung, aber ich suche meine Katze und ich muss Mabuka aufwecken. Nur Mabuka? Mutter Mabuka für dich, arrogantes kleines Kind. Und wie willst du sie aufwecken, hm? Mit den verrückten Ideen von Gokwind? Gokwind ist ein netter Uhrmacher, er ist nicht verrückt. Ah, du kennst ihn also. Ich nehme an, du warst auch schon in Iters da. Schrecklicher Ort, sag ich dir, zu grell. Tja, genau dahin will ich gehen, wenn ich mein Kätzchen gefunden habe. Gut für dich, dein zarter kleiner Verstand wird bei all den langweiligen Wesen sicher sein. Ich gehe jetzt, verrückter Baum, mein Kätzchen wartet auf mich. Ich vermute mal, das hier und das hier. Ja, okay, das hat Sinn gemacht. Ah, hüte dich vor Mabuka. Die erwachte Dunkelheit erhebt sich aus dem Unbekannten. Oh, ich wollte sie nicht aufwecken, Mutter Mabuka, aber sie müssen mir einen Gefallen tun. Kann mir jemand sagen, wer diese Kreatur ist? Ganz schön frech für so einen kleinen Körper. Niemand wird antworten, sie haben Angst vor ihnen. Das ist nicht gut für eine Mutter. Aber ich kann ihnen sagen, wer ich bin. Franbow, Menschenmädchen und sehr mutig. Ein Mensch in Mabukas Hütte? Amüsant, wer hat dich hergebracht? Das wäre dann wohl Remor. Er ist ihr Sohn, oder? Ist mein Sohn schon in deinem Kopf vorgedrungen? Sie meinen, ob er meinen Kopf aufgeschnitten hat? Ich glaube nicht. Hast du einen rötlichen Trank aus Bohnen getrunken? Bohnen? Meine Pille sehen aus wie rote Bohnen. Also ja, ich nahm die ganze Flasche. Dann kann ich keine Gewalt gegen dich anwenden. Die Macht wurde entfesselt. Ich hoffe, du findest die Wahrheit, die du suchst, unter der Erde. Danke, aber welche Macht wurde entfesselt? Können Sie mir das sagen? Die Macht in dir, weißt du das nicht? Die fünf reiche essentielle Existenz wählten dich, die Wächterin des Schlüssels zu sein. Die fünf reiche existenzielle... Oh, essentielle Existenz wurden parallel zur Zeit geschaffen. Was? Wovon reden Sie da? Wächterin des Schlüssels? Wer hat Ihnen das gesagt? Der große Valokas aus Primeve hat uns vor langer Zeit alles erzählt. Der Wächter wird vom Sohn der Dunkelheit gejagt, wenn er den roten Samen gegessen hat. Ah, du bist zu jung. In der Tat zu jung, um die Wächterin des Schlüssels zu sein. Da ist etwas an dir. Ist dir etwas Düsteres geschehen? Remor tötete meine Eltern, Mutter Mabuka. Können Sie sich vorstellen, wie sich das anfühlt? Ich bin diese Gefühle, Frambow. Ich bin all das Böse, das Dunkel, das du dir vorstellen kannst. Ich ernähre mich von Tränen und Leid, von Verzweiflung und Angst. Aber dann ist es Ihnen egal, ob Remor meine Eltern getötet hat. Ich dachte, sie wären nett. Ich bin neugierig und wüsste gerne den Grund, wenn du dich dann besser fühlst.
Jetzt verstehe ich, der Grund an sich ist es die Wahrheit, die du suchst. Geh schon, Wächterin des Schlüssels, sei jetzt mutig. Ich öffne dir mein Herz. Eigentlich hätte da jetzt runterfallen müssen. Aber okay. Wir sehen das mal nicht so eng. Wo zum Geier sind wir? Oh, der Körper dieses Wesens besteht aus Babygesichtern. Na lecker. Kenne ich dich von irgendwoher? Du hast mir etwas geklaut, oder? Du kleiner Dieb. Wo ist mein meine Stricknadel, hm? Hast du deine kleine Freunde damit erstochen? Was? Stricknadel? Sind sie die tote Schwester, die ich in der Ostwärtsanstalt gesehen habe? Sehe ich etwa tot aus, hm, du kleines Biest? Zieh eine Nummer, ja, und warte im Wartezimmer, bis du dran bist. Aber Schwester, ich brauche keine medizinische Hilfe. Ich will nur mein Kätzchen finden. Zieh eine Nummer und warte, ich sage es nicht nochmal. Na gut, dann zieh ich halt eine Nummer. 07. Komme ich da rein? Abgeschlossen, aber es ist gar kein Schlüsselloch. Ah, ich frage mich, wie lange ich noch warten muss. Stunden, vielleicht Tage? Ah, ich warte schon seit einer Woche. Wie lange warte ich? Warten die anderen? Hm, ich warte seit einem Monat. Aber ich habe Nummer 2, also bin ich bestimmt bald dran. Ich warte seit 3,5 Wochen, vollkommen hoffnungslos. Entschuldigen Sie bitte, aber gibt es eine Möglichkeit, das hier zu beschleunigen? Ja, selbst ein Doktor werden, das ginge schneller. Und wenn du das tust, kannst du uns allen helfen. Warum werde ich denn nicht selbst ein Doktor? Ich kann nicht, ich fühle mich sehr krank. Ich kann nicht, mein Ehreauge ist blind. Ich habe dieses kaputte Horn, siehst du? Ich kann kein Doktor sein, ich muss Patient sein. Ich kann es auch nicht, ich habe die Fähigkeit, mich selbst im Spiegel zu ängstigen, verloren. Naja, ich bin gar nicht krank. Bitte, lasst mich vor, okay? Ich kann nicht. Ich weiß nicht mal, welche Krankheit ich habe. Darum bin ich hier. Hm, aber wie kannst du es nicht wissen? Tut es irgendwo weh? Das ist eine harte Frage. Mach sie weicher. Wie soll ich eine Frage weicher machen? Das ist sehr seltsam. Hey, hast du mal versucht, dein Auge rauszureißen? Das hilft manchmal. Ah, genug. Mit euch kann man sich nicht richtig unterhalten. Natürlich kannst du dich nicht richtig unterhalten. Du bist nicht diejenige, die alles sieht. Du kennst uns nur ein paar Minuten. Das ist sehr kurz, um alles zu verstehen. Hm, das ist wahr. Aber es wäre schön, etwas gesunden Menschenverstand zu nutzen. Warum? Warum ist gesunder Menschenverstand besser als ungesunder? Nun, es hilft einander besser zu verstehen. Wir verstehen uns jedenfalls alle gut mit unserem ungesunden Menschenverstand. Ja, das tun wir wirklich. Wir respektieren die Unterschiede. Hm, aber wer ist derjenige, der alles sieht? Meint ihr Mabuka? Nein, Mabuka weiß alles. Das ist nicht die gleiche, wie alles zu sehen. Jetzt lass mich warten, weil Reden die Wartezeit nicht verkürzt. Okay, danke für nichts. Siehst du, die Anzeige, ich habe nur Zeit. Ich bin fast dran. Okay. Der alles sieht, das ist der da oben. Das komische Auge.